Ein Kratzen im Hals, leichtes Fieber, ein Schnupfen und schon greifen viele von uns zu Antibiotika. Seit der Erfindung von Penicillin hat das Supermedikament Millionen Menschen das Leben gerettet. Aber weil Antibiotika viel zu schnell und viel zu häufig verschrieben und auch tonnenweise in der Tierhaltung eingesetzt werden, helfen sie immer seltener. Viele Bakterienstämme haben sich an Antibiotika gewöhnt. Das Problem ist weltweit so groß geworden, dass die Gesundheitsminister der großen Industriestaaten der G7 jetzt einen eigenen Aktionsplan beschlossen haben. Sie sind die Wunderwaffe der Medizin. Einst häufige Erkrankungen wie Typhus oder Blutvergiftungen fürchtet dank Antibiotika heute kaum noch jemand. Das könnte sich bald wieder ändern. Schon heute sterben Jahr für Jahr weltweit rund 700.000 Menschen an den neuen Superkeimen. Bis 2050 könnten es 10 Millionen sein, befürchten Experten. Je mehr Bakterien mit Antibiotika in Verbindung kommen, umso mehr hat man sich als Bakterium Strategien überlegt, wie man dem entgeht. Also indem man Enzyme produziert, indem man sich einen dickeren Mantel anzieht, zum Beispiel indem man seine Oberfläche verändert. Hauptgrund dafür zu viele Verschreibungen. Jede dritte ist überflüssig, schätzen Experten. Bei Erkältungen etwa wirken Antibiotika ohnehin nicht. Aber dafür steigt mit jeder Behandlung die Wahrscheinlichkeit, dass resistente Bakterien entstehen und weiterverbreitet werden. Das Thema Antibiotikaresistenzen. Wir haben einen deutlichen Anstieg, einen Anstieg um über 35% in der Humanmedizin in den Jahren allein 2000 bis 2010. Die Gesundheitsminister der G7-Staaten sagen den Resistenzen nun mit einem Aktionsplan den Kampf an. Künftig sollen Ärzte Antibiotika nur noch verschreiben, wenn sie wirklich notwendig sind. Auch in der Tiermast soll sich einiges ändern. In der Massentierhaltung sind Antibiotika heute noch weit verbreitet. Von Tieridylle keine Spur. Handelsunternehmen handeln, bieten Fleisch zu billigsten Tarifen, billigsten Preisen an. Das bedingt natürlich wiederum, dass Tiere auf engem Raum gehalten werden, ja, und dadurch natürlich eher krank werden und dadurch natürlich eher Antibiotika eingesetzt werden müssen. Eine weitere Entscheidung haben die Minister getroffen. Es sollen wieder mehr neue Antibiotika entwickelt werden. Für die Medikamentenhersteller sollen dafür Anreize geschaffen werden. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das ist allen klar. Aber wenn die Wunderwaffe der Medizin nicht wirkungslos werden soll, führt daran kein Weg vorbei.